Willkommen zu einem neuen Video auf dem Smart Lights Kanal. Das ist der Friends of You Schalter von Die Versteckdose. Die Versteckdose kommt daher, wenn man sich eine andere Variante anguckt von der Firma. Die Versteckdose kommt daher, weil man diesen Friends of You Schalter in einer vorigen Version so angebaut hat oder hergestellt hat, dass hier unten noch eine Steckdose eingebaut werden kann. Bedeutet, wenn ihr den Friends of You Schalter mit einer Steckdose kombinieren wollt, wird die Steckdose hier unten eingebaut. Ihr könnt den Friends of You Schalter so zusammenschieben und wenn die Steckdose einfach gebraucht wird, schiebt ihr den Friends of You Schalter einfach hoch. Könnt dann hier zum Beispiel irgendein Gerät, Staubsauger, Mixer, was auch immer einstecken. Und wenn ihr die Steckdose dann nicht mehr benötigt, könnt ihr dann diesen Friends of You Schalter wieder zusammenschieben. Ja, man hat sich jetzt gedacht, viele Kunden benötigen diesen Rahmen unten drunter nicht, beziehungsweise wollen das gar nicht haben, dass man ja, dort eine Steckdose mit einbauen kann. Deswegen hat man jetzt dieses Bedienteil hier oben einzeln als Friends of You Schalter rausgebracht. Das ist diese Version, wenn man mal guckt. Also es ist wirklich 1:1 der gleiche, nur dass hier bei der linken Variante dann noch dieser Rahmen unten drunter ist. Also das Prinzip von dem Friends of You Schalter ist natürlich dann im Endeffekt auch gleich. Der liegt bei 74,95. Die Versteckdose ohne diesen Rahmen, ohne diese Option, liegt bei 54,95. Habt hier auf der Rückseite die Möglichkeit, auch ein Klebepad anzubringen oder diesen Rahmen auf einer Unterputzdose anzubauen. Dort sind euch keine Grenzen gesetzt. Bedeutet, ihr seid frei im Raum, könnt ihr diesen Schalter anbringen. Könnt ihr auch einfach nur auf den Tisch legen, so wie ihr das Alter auch haben wollt. Ja, verbaut ist ein N-Ocean-Modul. Bedeutet, N-Ocean bedeutet, dass die benötigte Energie allein durch den Tastendruck erzeugt wird. Ihr habt also keine Folgekosten wie Batterien oder ähnlichen. Hält bis zu 50.000 Tastendrücke aus, dieses Modul. In der Regel aber auch mehr. Der Nachteil ist von so einem N-Ocean-Modul, dass die Klickgeräusche oder Tastendruckgeräusche relativ laut sind. Bedeutet, ihr seht es, er ist schon angelernt. Wenn ich hier drauf drücke, ist so ein kleiner Widerstand da und dadurch wird dann die Energie erzeugt. Das bedeutet, der Widerstand wird überwunden, dann gibt es ein kleines Klickgeräusch und dann ist die Energie erzeugt und dann werden die Befehle halt von hier zur Philips Hue Bridge gesendet. Ihr habt vier Tasten, das heißt oben, unten und hier auch nochmal oben, unten. Bei manchen Herstellern kann man diese Tasten zusammenlegen, bedeutet, ihr habt auf beiden Seiten oben und unten welche. Hier geht das, glaube ich, nicht. Nee. Hier geht das nicht, bedeutet, dass ihr oben und unten eine Wippe habt. Hier habt ihr also vier Möglichkeiten, das einzustellen. Könnt also dann wirklich jeden Tastendruck frei konfigurieren über die Philips Hue App. Angelernt ist er relativ schnell, das habe ich jetzt schon mal gemacht. Und wenn ihr den Schalter dann angelernt habt, könnt ihr in eurer Philips Hue App auf die Versteckdose gehen. Man könnte jetzt hier schon festlegen, was soll passieren, wenn ich diese Taste hier oben drücke. In dem Fall leuchtet die Filamentlampe hier auf, soll im warmen weißen Ton leuchten. Hier unten soll sie ausgehen. Hier soll die Philips Hue Iris angehen in einer bestimmten Szene und hier soll sie ausgehen. Wenn man jetzt die Tasten drückt, also gedrückt hält, dann dimmen sie entsprechend hoch bzw. runter. Das zeige ich euch einfach mal. Der kommt erstmal weg. Ich stelle es mal so ein bisschen nebeneinander, damit man das auch ganz gut sehen kann. So. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, geht die Filamentlampe an. Bedeutet jetzt hier auf der linken Seite, drücke ich drauf, geht sie aus. Drücke ich oben drauf, geht sie wieder an. Und das gleiche auch mit der Philips Hue Iris. Sobald ich oben drauf drücke, müsste sie eigentlich in einem grünen Ton angehen, genau. Manchmal dauert das so einen kleinen Moment, bis die Befehle übertragen worden sind und wieder zurückkommen zu der Lampe. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, geht sie wieder aus. Ihr könnt jetzt hier auch verschiedene Szenen drauflegen. Zum Beispiel seht ihr das. Hier habe ich jetzt eine eigene Szene draufgelegt. Video Living Color Iris heißt die. Mit einer grünen Farbhinterlegung. Ihr könnt natürlich auch hier jetzt einstellen, was soll passieren, wenn ich drauf drücke. Dann soll hier zum Beispiel die Nordlicht aktiviert werden. Mal auf Speichern gehen. Dürfte auch so ein Türkiston sein. Das heißt, ich mache sie jetzt aus, die Lampe.
und ich jetzt drauf drücke, seht ihr einen blau-türkis-Ton, der aufleuchtet. Also bedeutet, die Lampe sucht sich dann selber so einen Farbton aus von Nordlichter. Und so könnt ihr dann ganz normal festlegen, was passieren soll. Jetzt nochmal als Beispiel in hell 100%. Ihr seht, es rötelt so ein bisschen, speichert den ganzen Befehl ab, wird zur Philips Hue Bridge geschickt, die speichert das ab. Und das war's. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf drücke, geht sie aus. Drücke ich hier oben drauf, geht sie mit 100% Helligkeit, warm weißem Licht an. Genau das gleiche mit der Filamentlampe. Wenn ich jetzt hier gedrückt halte, ihr seht, ich halte sie gedrückt, den Schalter, dimmt sie runter. Genau das gleiche auch mit der Philips Hue Iris. Ich habe also dort wirklich unbegrenzte Möglichkeiten, diesen Schalter frei zu konfigurieren. Finde ich relativ gut, diese Option der Friends of You Schalter, denn sie haben keine Wartungskosten dank des In-Ocean-Modul und ihr könnt diesen Schalter wirklich frei platzieren. Bedeutet auch dort, wo ihr normalerweise keinen Lichtschalter habt am Treppenaufgang, könnt ihr ihn einfach an die Wand kleben oder mit Schrauben hinten festschrauben und dann einklicken und könnt dann diesen Schalter wirklich überall platzieren, wo ihr es halt für nötig haltet. Es gibt mittlerweile von Scenic auch einen Outdoor-Schalter, also ihr seht, die ganze Produktpalette wird immer weiter erweitert. Ihr habt also wirklich in jeder Lage die Chance, euer Licht auch zu steuern, falls ihr mal kein Handy dabei habt. Ja, das soll es zu dem Friends of You Schalter von die Versteckdose sein. Wo der Name herkommt, habt ihr ja erfahren. Das ist jetzt einfach nur der einfache Friends of You Schalter. Wer mit diesem Rahmen hier was anfangen kann, macht bei diesem Schalter auf jeden Fall nichts verkehrt. Falls ihr dazu Fragen habt, gerne die Kommentare, beachtet auch die Infobox. Ja, und das soll es mit dem Video gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns auch noch wieder bei dem nächsten Video.